Professor Elisabeth Kovic. Hallo. Gibt es Ihrer Meinung nach einen typischen, einzigartigen Charakter der Wiener Musikschule? Können Sie uns erzählen? Oh ja, ich glaube, es gibt diesen einmaligen Charakter. Ich habe das kennengelernt bei meinem Studium bei Professor Wolfgang Schneiderhahn. Ich habe 10 Jahre mit ihm studiert und wir haben viel darüber gesprochen. Es ist natürlich eine eigene Art von Musizierstil auf der Geige, sehr stark auf andere Personen auch einbeziehend, also nicht nur für sich so, sondern auch Kontakt mit allen anderen Musikern, sehr offene Ohren, sehr schöne, nicht zu druckvolle Technik, aber sehr, sehr exakte Spielweise und vom Klang her ein sehr luftiger und nicht gepresster, eigentlich ein sehr edler Klang, der uns fasziniert und den wir, auch ich jetzt, an unsere Studierenden weitergeben wollen. Sie haben schon im jungen Alter eine Weltklasse-Karriere mit dem IS-Trio aufgebaut und schon über 40 Jahre zusammen gespielt. Was bedeutet diese Erfahrung für Sie in Ihrer Musikalität? Mit anderen zu musizieren ist das Wichtigste, weil ich denke, nicht nur für Pianisten besonders natürlich, sonst sitzen die überhaupt alleine am Klavier und kennen sonst nichts, aber auch für Geiger. Es ist gut, wenn man frühzeitig beginnt, mit anderen zu musizieren. Und ich hatte das Glück mit meinen Brüdern eben vor, muss ich es leider schon sagen, 50 Jahren zu musizieren. Und wir haben voneinander viel gelernt und wir haben auch viele Kollegen immer eingeladen, unser Ensemble zu bereichern, zu vergrößern. Und wir hatten dann in den besten Jahren wirklich sehr, sehr viele Konzerte pro Jahr, zwischen 80 und 100. Wir waren bei der EMI unter Vertrag, bei Sony haben wir CDs aufgenommen. Wir hatten für jedes Land einen Manager und waren hauptsächlich unterwegs. Dann natürlich kommt die Zeit, wo jeder älter wird. Meine Brüder haben Familie gegründet und wir haben auch das Unterrichtsfach. Wir sind alle drei Universitätsprofessoren für uns entdeckt und wir machen das mit sehr viel Begeisterung. Und ich denke, da hat man dann selber auch wieder viel gelernt beim Unterrichten. Und ich denke, man muss das zusammenfassen, also seine eigene Karriere am Instrument und das dann auch weitergeben an die jungen Leute. Was bedeutet diese Erfahrung der Kammermusik für die Musikalität ist sowieso etwas, was unglaublich wichtig ist. Also wer nicht mit anderen Spielern spielt, der, glaube ich, dem fehlt das Wichtigste. Weil es macht erstens viel mehr Freude und zweitens, es ist auch notwendig, um selber reflektieren zu können, wann bin ich wichtig, wann bin ich die zweite Stimme, wann bin ich nur Farbe, wo muss ich attackieren, was muss ich führen, wo kann ich verschwinden. Also es sind wirklich viele Überlegungen und in der Kammermusik kann man das alles lernen, was man im Solo letztlich natürlich auch braucht. Also man kann nicht sagen, es gibt keinen Solisten von Ruf, der so musiziert. Er muss die Ohren offen halten, sie muss die Ohren offen halten und alles hören. Welche Möglichkeit gibt es für Studenten, außer bei Wettbewerben, echte Bühnenerfahrung zu sammeln? Leider zu wenig Möglichkeiten. Ich denke, es ist wichtig, einen Kurs zu besuchen, so wie zum Beispiel den Kurs, den wir jetzt in Zell am See gestalten werden, wo das Schlusskonzert mit Maxim Wengerow ist. Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, zu zeigen, was man kann. Und auch hoffe ich, dass viele Professoren meinem Beispiel auch folgen. Ich schaue immer wieder, dass meine Studenten bei öffentlichen Konzerten, also nicht nur im Rahmen der Universität, sondern auch an den Spielstätten in Wien, dass die spielen können, weil ohne Auftritt wird kein guter Musiker. Sicher nicht. Welche Meinung haben Sie über das Programm des Musikfestivals Zell am See und das Gala-Konzert mit Maxim Wengerow? Das finde ich eine sehr schöne Sache. Zell am See, ich habe das Programm gelesen und mir gedacht, ha, da gibt es etwas, wo die jungen Leute hinkommen, wo sie voneinander lernen, weil natürlich, es sind ja exzellente Spieler hier versammelt. Sie lernen von den Professoren und sie haben dann noch das Glück und die Gelegenheit, mit einem namhaften Geiger etwas wirklich großem Publikum zu zeigen von sich. Und ich glaube, die werden sicher eine tolle Erfahrung damit machen. Und es ist eine Möglichkeit, auch einen Schritt in die richtige Richtung zu tun bezüglich Karriere.
Also nicht nur, man lernt nicht nur können und noch besser werden, sondern man hat auch einen Schritt für die Karriere getan. Das ist sehr wichtig bei diesem Festival. Was kann man zusätzlich zum technischen und musikalischen Spiel auf der Geige bei einem Kurs noch dazu lernen? Ich denke, Geige spielen basiert auf 4 Säulen. Technik, Musikalität und das, was ich nenne, das dritte, das nenne ich Kunst des Übens. Der richtig gute Künstler ist derjenige, der am besten übt, am gescheitesten, am meisten Intuition, am offensten die Ohren. Das möchte ich auch gerne bei diesem Kurs mit meinen Studenten noch einmal ganz speziell durchgehen. Die Kunst des Übens. Und dann gibt es noch eine 4. Säule, die wirklich professionelle Präsentation eines Werkes oder eines Programmes. Und da werden auch oft Fehler gemacht, die man leicht vermeiden kann, wenn man es nur weiß. Und ich denke, dadurch, dass wir dieses Schlusskonzert haben, kann man auch an dieser Präsentation auf hohem Niveau arbeiten. Also nicht nur für einen Klassenabend, sondern wirklich für ein großes Konzert. Und ich denke, wenn wir in einem Kurs alle diese 4 wichtigen Punkte beim Geigenspielen erarbeiten, dann geht jemand wirklich nach Hause und sagt, so, jetzt habe ich wirklich etwas gelernt. Und das ist ja eigentlich mein Ziel. Beschreiben Sie das Musikfestival Zell am See in einem Wort. Faszinierend, sicher.